Moin Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Autoladen Dresden. Mein Name ist André und ich darf euch heute hier diesen VW Touareg vorstellen. Was die Eckdaten angeht, die könnt ihr selber nachlesen. Ihr drückt einfach oben auf die Infobox, werdet weitergeleitet zu Mobile. Dort steht alles da, was der Kollege eben mitbringt. Und solange der Link aktiv ist, steht das Fahrzeug auch noch zum Verkauf. Hier soll es vordergründig um den Zustand des Fahrzeuges gehen. Das heißt, wir gucken mal innen, wir gucken mal außen. Ich mache mal eine Geruchsprobe für die Leute, die sich vielleicht auch online fürs Fahrzeug entscheiden können. Die haben das übers Video schon mal gesehen, haben schon mal ein Gefühl, wie das vielleicht auch hier so ringsrum wirkt alles und dementsprechend gehen wir einfach mal ins Thema rein. Wir haben gerade unser Instagram-Video schon gemacht, haben uns den Kollegen angeguckt. Hier ist nichts dran, was der Laufleistung nicht entsprechen würde. Also der kommt wirklich vom Liebhaber, würde ich behaupten, weil hier ist einfach nichts dran. Innen wie außen steht er wirklich richtig gut da. Guckt euch das Auto an. Hier ist nichts abgegriffen, abgekrabbelt oder irgendwie abgeranzt. Ein schönes, ehrliches Auto. Hier riecht es auch ja, nach Leder, würde ich sagen. Auf jeden Fall nicht nach Rauch oder Katze, Hund, Maus, irgend sowas. Funktioniert alles am Auto, das haben wir schon probiert. Hinten habt ihr die getönten Scheiben und durch das Airline-Paket sieht er natürlich insgesamt wirklich ein ganzes Stück bullischer aus. Also gerade mit den schönen großen 21 Zoll Felgen, wunderschönes Auto, kann ich nicht anders sagen. Der frisst insgesamt kein Brot, der wird weder teurer noch günstiger, der bleibt wahrscheinlich stehen, den kannst du 2 Jahre fahren und gefühlt fürs Gleiche wieder verkaufen. Soll jetzt keine Garantie sein, sage ich mal an der Stelle, aber ich habe den Preis der Touaregs, weil ich selber immer mal einen hatte, so ein bisschen verfolgt und die sind sehr stabil im Preis, weil ich sag mal, für das Geld so ein großes Auto, so viel Auto vor allen Dingen auch, wo kriegst du denn das? Also riesen Kofferraum, Rücksitzbank könnt ihr umlegen, ja, dem fehlt es, denke ich, hier an nichts. Die elektrische Heckklappe darf nie fehlen, denke ich. Einfach mit dem Hintergrund, weil die riesengroß ist und wahrscheinlich auch schwer sonst. Und wie gesagt, die Gebrauchsspuren sind hier marginal. Ich würde dem Kollegen hier eine 2 Plus geben. Fürs Alter und für die Kilometer gibt es hier wirklich eine Kaufempfehlung von mir. Von daher, wenn wir das Interesse geweckt haben, würde es mich freuen, von euch zu hören. Wir sind unter der Woche 9 bis 18 Uhr da, Samstag 10 bis 14 Uhr. Da habt ihr vorne das Verkäuferteam. Die beantworten euch alle Fragen dahingehend. Vielleicht wollt ihr was in Zahlung geben, ob zu noch eine Gebrauchtwagengarantie oder sowas finanzieren. Das kriegt ihr, wie gesagt, vom Verkäuferteam. Hintenrum haben wir unsere hauseigene Werkstatt. Die nehmen es auf die Bühne, gucken unter das Röckchen, drücken auf jeden Knopf, fahren es ausgiebig Probe, lesen den Fehlerspeicher aus, weil unser Ziel ist, dass ihr von uns ein gutes Auto bekommt. Also wenn das überzeugt hat, dann ruft an. Wir sind, wie gesagt, für euch da und danke fürs Zuschauen. Bis dann.